langweilt mich. Versucht es noch einmal. Ihr werdet unsere Küste niemals lebend erreichen. Zu eurem eigenen Wohl solltet ihr das hoffen. Elendes Weib! Es ist kein Platz für euch auf dieser Insel. Die Herrscherin hat euer Geschick wohl überschätzt. Die Herrscherin? Meine Schwerter. Fort. Mein Schiff. Alle sind tot. Wer auch immer das war, er wird dafür bezahlen. Schluss mit ihm! Los, helft mir! Kommt schon. Ich weiß, dass ihr hier seid. Zeigt euch. Wo ich herkomme, schaut man dem Feind ins Gesicht. Und ist er ohne Waffe, so gibt man ihm ein Schwert! Tötet ihn!
Vernichtet ihn! Vernichtet ihn! Enttäuscht mich nicht. Gut, gut. Dies
sollte die Sache vereinfachen. Lass ihn weich für mich. Ich kann fast nichts sehen. Ich muss wachsam sein. Sagt mir, wenn ihr für den richtigen Kampf bereit seid. Ich sehe nicht die Hand vor Augen. Ich sollte auf der Hut sein. Mehr habt ihr nicht zu bieten? Vorsichtig, ganz vorsichtig. Vorsichtig, ganz vorsichtig.
Nie zuvor habe ich ein so großes Uhrwerk gesehen. Als ob der gesamte Turm eine gewaltige Maschine wäre. Aber wofür, frage ich mich. Mir, dass ich nicht zu spät bin. Alles geschieht wie zuvor. Nein, ich darf ihn nicht durchlassen. Es tut mir leid. Die Maske, sie ist locker. Ich weiß, was ihr glaubt, im Buch der Zeit gesehen zu haben. Dann wisst ihr, dass ich keine Wahl habe. Es gibt immer eine Wahl, Kailina. Dann wähle ich das Leben und ihr bekommt den Tod. Wichtigere Angelegenheiten erwarten mich.
Seht ihr nicht? Wir können das Schicksal bezwingen. Das ist nicht, was bei unserem ersten Kampf geschah. Beim ersten Kampf? Das ist es, was ich euch zu erklären versuche. Wenn ihr mir nur Gelegenheit gäbet. Genug der Worte, Prinz. Wenn ihr nur reden könnt und nichts vorzuweisen habt, dann lasst es uns beenden. Es tut mir leid. Zeit heilt alle Wunden. Verletzen, Kalina. Aber ich kann das nicht zulassen. Es würde anders enden. Ihr habt euer Leben gerettet, mein Prinz. Aber dennoch wird der Sand mein sein. Es wird andere wie den Maharaja geben. Glücksritter und Abenteurer, die danach suchen werden. Und dann wird meine Rache erneut über eure Welt hereinbrechen. Nein! Wie ist das möglich? Der Sand ist hier, in der Gegenwart, nicht in der Sanduhr! Es ist der Sand, der nicht mehr in unserem Buch der Zeit existieren sollte. Der Dahaka vollbringt sein Tagwerk. Ich habe nicht nur mich gerettet, sondern auch den Sand der Zeit vernichtet. Was? Was willst du? Das Amulett. Das letzte Relikt des Sandes der Zeit. Ist das möglich? Ich habe mein Schicksal geändert. Bald werde ich zu Hause sein. Niemand kann das. Was habe ich getan?